Also es gibt echt schon komische Sachen. Also hier steht zum Beispiel, Hund schießt auf Jäger, Waffe weg. Aber noch komischer wird es am 7. März in Aurich. An 5 Standorten startet die komische Nacht. Ein Comedy-Marathon vom Feinsten. Es kommen verschiedene Künstler, die quer durch die Stadt verschiedene Lokale abklappern und hier ihre Show zum Besten geben. Dabei ist dann auch der Hans Gerzlich. Und falls Sie zu den Katzenfreunden gehören, er hat da durchaus eine interessante Frage. Kann mir hier heute Abend vielleicht mal jemand erklären, warum es Katzenfutter zwar in Rind-, Fisch- und Lammgeschmack gibt, aber nicht in Maus? Helene Bockholz wäre beinahe nicht auf der Bühne gelandet, sondern in der Politik. Und ich habe mich dann gefragt, was fängt man mit seinem Leben an, wenn man selber weiß, dass man Kacke ist? Anfangs wollte ich in die Politik. Aber die Idee hatten andere zuerst. Und er hat's geschafft. Marius Jung aus Köln. Ich möchte heute Abend über meine Zukunft reden. Ja, ich bin jetzt in diesem Alter, wo man irgendwann diesen Satz sagen möchte. Ja. Ich hab's geschafft! Das ist übrigens ein Phänomen. Wenn man diesen Satz auf der Bühne sagt, ist es augenblicklich still. Immer, wirklich. Es ist wirklich wahr. Dieser Satz bedroht uns alle. Jeder von uns wird diesen Satz irgendwann mal gesagt haben. Aber keiner weiß, was es heißt. Aus Hamburg angereist, auch am 7. März, ist Thorsten Bär. Wer war von euch schon mal in Hamburg? Kurzes Handzeichen. Wir gehen eine Stufe höher, Reeperbahn. Herbertstraße. Alle Frauen, die jetzt den Arm heben. Und auch musikalisch gibt es unter anderem Mitliedermacher Fred Timm, Dauerthema, die Sache mit den Frauen und den Männern. Sie hat gesagt, sie würde mit mir in den 7. Himmel reiten. Sie sei gut zu Vögeln und noch andere Zweideutigkeiten. Um das alles miterleben zu können, müssen die Besucher nicht nach Bayern und auch nicht von Lokal zu Lokal wandern. Bei der komischen Nacht sind es die Künstler, die von Club zu Club ziehen. Jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal und kann dort einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken erleben. Ja, und wo findet die komische Nacht statt? Hier zum Beispiel im Hotel am Schloss, auch im gegenüberliegenden Hochzeitshaus, natürlich auch in der Auriche Pinte und in der Tanzbar. Volles Programm gibt es auch im EEZ. Ich finde diesen Abend den allerbesten ever. Das begeistert mich, ich find's toll. Sehr schön.